Heute beim alten Gottetzhasch mach walten. Will eigentlich mal verschauen, wie da die Reben geerntet werden und wie das hohe und wichtige Weingut hineinkommt. Ja, wir haben Grund, Dank zu sagen unseren Winzerinnen und Winzern und können uns jetzt schon wieder freuen auf einen guten Herbst, einen wunderbaren Wein. Dieses hohe Kulturgut in der Ortenau. Wir genießen es, viele Gäste sollen es genießen. Und wie gesagt, jetzt hier, fast schon in der letzten Phase des Einbringens. Ja, Herr Lehmann, was sagen Sie, ist gut gelaufen, was können wir erwarten? Und vor allen Dingen, was machen wir jetzt, wo die schönen Weinfeste anstehen? Also der Herbst ist traumhaft gelaufen, bestes Wetter, tolle Qualität in der See, ist ja hier noch hinter uns. Das Ende vom Spätburgunder-Jahrgangs des Jahres 2020. Freut euch auf tolle Weine. Ja, und leider freut euch nicht auf das Winzerfest, das müssen wir leider absagen. Aber wir machen ein Online-Winzerfest. Schaut einfach beim Alte Gott nach. Wir machen ein Online-Winzerfest mit einer Weinprobe mit den Dorfbrauern. Freut euch drauf. Alles klar. Und jetzt ein Dankeschön für all die vielen, die im Verkauf sind, aber auch in der Rebe stehen derzeit. Mensch, das wird doch eine gute Sache, wenn er dann endgültig als Tropfen verfügbar wird. Dankeschön euch, will ich stehen. Alles Gute.